Mein Name ist Albrecht Beutelsbacher, ich bin der Leiter des Mathematikums in Gießen. Wir sind hier im Industriemuseum Lohne, wo im Augenblick das Mini-Mathematikum ausgestellt ist. Eine Ausstellung für Kinder und Jugendliche, Grundschulalter und Kita-Alter, die hier spielerisch Mathematik entdecken können. Nicht die Formeln, nicht die Gleichungen, sondern viele, viele Experimente, an denen sie intuitiv mathematische Erfahrungen machen können. Mit Spiegeln, mit Legespielen, mit Brücken bauen und so weiter. Und es wird riesigen Spaß machen. Und es wird man auch daran merken, dass es hier richtig laut sein wird, weil die Kinder einfach so viel Spaß haben, dass sie miteinander die Experimente machen. Es ist klar, dass Kinder ganz früh an Mathematik und Naturwissenschaften herangeführt werden müssen, denn das entspricht einfach ihrer natürlichen Lebenserfahrung. Die wollen unglaublich viel wissen, die sind noch neugierig und dann ist die Erforschung der Natur, die Phänomene der Natur das Allernatürlichste und dazu gehört auch die Mathematik mit ihren Mustern und Ordnungen und Figuren. Mein Name ist Ulrike Hagemeyer, ich bin als Museumsleiterin im Industriemuseum Lohne tätig. Wir haben heute, den 15.10.2018, eröffnen heute das Mini-Mathematikum für 14 Tage hier im Industriemuseum Lohne zu besuchen für 4- bis 8-jährige Kinder. Und diese Wanderausstellung ist vom Mathematikum in Gießen konzipiert worden. Wir haben sie hier mit 15 Experimenten für 4- bis 8-jährige Kinder. Und wir haben eine lange Nacht der Mathematik am 20. Oktober. Ja, das Besondere an dieser Ausstellung, die Experimente sind zum Selbstausprobieren ohne Anleitung. Die Kinder sollen selbst spannende Erlebnisse mit der Mathematik zum Anfassen machen. Sieht es so aus. Zwei solche Dreierteile, ein Viererteil und ich weiß nicht, wer es noch nicht gemacht hat, wird jetzt auch, wahrscheinlich hätte jetzt auch nochmal Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Wer konnte es? Wollen wir mal zeigen, wie es geht? Aha, das ist schon mal, genau. Genau, das ist so ein Trick, den man auch machen kann. Also wir sagen auch in Mathematik immer unseren Betreuern, ihr dürft den Besuchern die Erfolgserlebnisse nicht wegnehmen. Also nicht vormachen, aber so ein bisschen helfen kann man ja mal. Ne? Und dann denken nur noch, die Hauptsache mache ich. Ich bin jetzt hier so dran.